Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge hier bei Super Mario 64, dem Spiel, dem Let's Play, dem Video, dem Zuschauer, also dir. Hallo! Ja, heute machen wir Dinge, weil ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass wir Münzen sammeln. Und ganz im Ernst, ich glaube, das sollten wir langsamer machen. Wobei ich mich gerade frage, bei der giftgrünen Grotte, ich muss zugeben, ich habe es gerade seit der letzten Folge verdaddelt, die leider schon ein paar Stunden her ist, weil, man nimmt in Etappen manchmal auf. So, giftgrüne Grotte haben wir eigentlich auch fertig, da fehlen uns auch nur noch Münzen, aber wir wagen uns hier mal dran. In der Lavahöhle. Ah, Lavahöhle. Wo machen wir das am besten? Ich würde sagen, da wo wir schon... Erkunde den Vulkan. Machen wir das hier. So. Schwuppi, schwupp, 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 schwupp. Jetzt muss ich kurz schauen. Hatten wir da hinten auf der Insel? Nee, haben wir nicht. Zumindest da nicht. Irgendwelche Münzen. So. Und wie ihr gerade vielleicht schon gesehen habt am Rande vom Bildschirm. Münzen sind hier überall verteilt. Und die Kamera ist immer noch nicht mein Freund bei dem Spiel hier. So, jetzt geht's. So, weil wir haben nämlich hier diese schönen Kurven. Die sind nicht hundertprozentig notwendig. Trolling Flame! Diese alte Trollflamme. Was soll ich dazu noch sagen? So, dann lass uns mal ein Auge auf uns werfen. So. Ja, da haben wir das Auge in die Knie gezwungen. Aber das Auge hat doch keine Knie. Natürlich hat's Knie, weil... Ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt genug Münzen. Aber das war ja auch mal eine Trollflamme. So, erstmal hier wieder alle roten Münzen einsammeln. Uiuiui. Nein, nicht genau da. Nicht genau da. Movement. Das war knapp. Na, toll. Aber jetzt haben wir wenigstens die Bowser-Münzen hier. Naja, gut, ich weiß, das sind normale Münzen, aber zumindest haben wir dadurch mehr Münzen. So, ich muss, glaube ich, noch mehr vom Mikrofon weg. Ai, tut mir leid für die Lautstärke. Profilcheck auch für dich, kleiner Metallaner. Bullimong, bong, dong. Ja, natürlich, die eine so, nee, ich bleib mal hier oben. Okay, ja, so kriegen wir den auch raus. Das war jetzt überraschend. Im Ernst, das habe ich jetzt nicht erwartet. So, sind da hinten Münzen oder so? Nee, da ist nur ein Live-Up. Das können wir nicht gebrauchen. So, und schnell rüber hier. Der Weg wird so schmal. Und ich mit meinem Füßchen prahl. In dein Gesicht, du Polymon. Natürlich. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Schau mal mein Profilcheck. So. Ja, wir vernichten ja einfach alles. Wir hätten es nicht gebraucht, aber wir machen es trotzdem. So. Ich habe nämlich leider die Befürchtung, hier hinter sind nämlich auch noch hinter der Säule Münzen, wenn ich mich nicht vertue. Vielleicht auch nur ein Live-Up, aber wir brauchen definitiv noch Münzen. Wobei, wir haben ja jetzt schon, 45, ordentlich. Ja, ihr Bullimons. Ich weiß, dass das Bullies sind, aber, wer Borderlands 2 weiß, Borderlands 2 gesehen hat und gespielt, weiß, was ein Bullimon ist. Und hässliche, affenähnliche, vierärmige. Nicht weniger lästige. Wesen. Aus einem anderen Franchise-System. So, aber jetzt genug dazu. Mario, nicht ultra coole Movements. Ernsthaft, Mario? Ah. Dieser eine Bullimon hier, ne? Am Leben soll es jetzt nicht liegen. Wir sind hier nicht bei Isaac. Wir kriegen durch Münzen noch Leben. Bling, bloing, bloing, blang, blang. Ja, wer ist es denn? Wer macht mich denn Angst und Bang? Jetzt muss ich ihn aber mal hier trotzdem wegkriegen. Ja, Ja, nix da. Ich zeig dir mal, wohin. Wo der Klempner den Schuh hat, nämlich am Fuß. Und den füge ich dir schön in deiner Äuglein. Er guckt nämlich sehr böse. So, halbes Leben haben wir noch. Das ist nicht das Schönste, aber mögliche.
So, jetzt müssen wir hier rüberkommen und genau das wollte ich vermeiden. Aber das geht auch noch. So, hier sind auch noch Münzen drin. Das Gefährliche an dem Lava-Level ist... Ja, genau, das ist ein Lava-Level. Ja, genau, genau. Und yes, ganz knapp. Habe ich schon mal in der letzten Folge erwähnt, dass ich Probleme habe, hier die Distanz abzuchecken? Also, ich wollte mal so sagen. Komm, werfen auf. Guck mal, ich habe einen wunderschönen Puppes hier. Also, zumindest Mario hat den. Ich weiß es nicht. So, ich würde sagen, der ist noch viel hübscher. Aber ist ja auch eine andere Situation. So, jetzt haben wir nämlich 66 Münzen. In 66 Jahren, da fängt das Leben an oder so. Wie war das Lied? So, die Frage ist, schmeißen wir uns darüber? Das ist, glaube ich, noch die angenehmste Variante. Und dann ganz vorsichtig versuchen wir hier mal drauf zu kommen. So. Das wäre nämlich eigentlich der andere Weg, wie wir zu dem Baumstamm kommen. Jetzt ist das Problem, ich weiß nicht, wo die Flammen sind. Denn da ich nicht den originalen 64-Controller verwende, ist das ein klein wenig schwierig zu koordinieren mit der Kamera. Movements, Mario, Movements. Na, das ist kein gutes Movement. Ich jetzt ganz knapp. Könnte der mich mal in Ruhe lassen? Danke. So kriegt er einen Fuß. Wie auch immer ich den getroffen habe mit dem Fuß, aber auf jeden Fall Ultrarealismus, der Rhythmus, wo man mit muss. Oder so. Boom. Und zack, 76 Münzen. Da vorne haben wir nochmal 5. Und die Frage ist natürlich jetzt, da hinten ist nichts mehr, das kann ich schon mal versprechen. Also hier haben wir die Plattform, wie wir da normalerweise bei dem letzten Stern hingekommen wären mit dem Baumstamm. Warum ich das jetzt 10-mal erwähne, weiß ich nicht, weil ich es unglaublich geil finde, das erwähnt zu haben. Unglaublich. Oder findet ihr das nicht auch? Interessant finde ich allerdings auch die Kurzsicht hier, wie nah man eigentlich schon an den Münzen sein muss, bis sie mal wieder aufpöppen hier. So. Haben wir noch irgendwo anders Münzen? Da haben wir noch Münzen. Ich würde nämlich fast sagen, jede Münze zählt natürlich. Von da aus, ich würde sagen, gehen wir den sichereren Weg. Und yes, nice. Die Frage ist nur, wie komme ich hier am besten weg? Auf dem Weg hin ist nämlich nicht mehr so ganz so gut. So, und Mario, warum rennt der nicht? Hier an der Stelle, wenn wir dahin rennen wollen, rennt er nicht. Der Mario! Da müssen wir halt nachhelfen. Ein verbrannter Po juckt doch niemanden. So. Oder nicht? So, wir brauchen noch 12 Münzen. Die Frage ist, wir haben hier noch einige. Im Vulkan gibt es auch noch die ein oder andere Münze. Ich bin noch am Überlegen und das merkt man gar nicht, weil ich so sage. Ob es hier noch eine andere Stelle gab, wo es besonders viele Münzen gegeben hat. So, laufen wir nochmal zurück hier. Na, ja, das war aber ganz schön knapp hier von mir bemessen. Ja, jetzt lass mich doch mal hier in Ruhe, Mensch. Hier vorne haben wir eine Münzen. Oder sagen wir mal die Münze. Aber wie gesagt, jede Münze zählt. So. Und da wir jetzt nur noch 3 Leben haben, dank meinem gekonnten Skill, der nicht vorhanden ist. Naja, so schlimm war er jetzt auch nicht, muss ich mal ehrlich eingestehen. Müssen wir hier... ganz knapp. Und, geschafft. So. Noch Münzen suchen. Das Problem ist, hier unten sind zum Beispiel 4 Münzen. Ich ärgere mich ein bisschen, dass wir den... Koopa-Shell hier so schnell verloren hatten. Ich glaube, mit dir haben wir uns schon befasst, oder? Hat man? Nee, noch nicht. Jede Münze zählt. Gerade auch, weil ich so verkackt habe, ich Wurst. So, das ist einfach nur immer das Besondere bei den Leveln hier. Dann gehen wir einfach mal in den Vulkan, der nicht weniger unspannend ist. Nur auf die Geschicklichkeit betrifft, meine Damen und Herren. Ladies und Gentlemenes, Manes. So, jetzt spuckt der Vulkan wieder Feuer. Flame all the burning Mario sucks. Ja, entflamme meine Zuschauer für die Begeisterung für dieses Let's Play. Ich hoffe, das klappt diesmal. Nice. So. Ganze 10 Münzen, die müssten wir doch hier zusammenkriegen.
Oder? Oder? Also zumindest hier sehe ich schon mal 6. Das ist schon mal sehr gut. Das ist ein guter Ansatz. Und wir sollten nicht daneben springen, dass wir jetzt äußerst Fatality und oberst schlecht. So. Und da ich kein Typ bin, der Folgen schneidet, also großartig, sollte das doch hier machbar sein. Yes, es ist machbar, es ist machbar, es ist machbar. So. Und der Bullymong nervt mich gerade hier. Der Bullymong. Und ja, ich weiß, dass das ein Bully ist. Oh, jetzt hast du keine Chance, du Bully. Oh, hat er keine Chance. Tut mir aber auch leid. So. Jetzt müssen wir noch einen normalen Stern wieder nehmen, damit wir hier rauskommen. Und damit hätten wir auch die Lava-Höhlen hier hinter uns gebracht. So. Ah, hier waren auch noch einige Münzen. Und selbst wenn wir sterben sollten, ist das jetzt auch nicht das Problem. Natürlich, Mario. Natürlich, Mario. Du fällst genau da rein, Mario. Spannung bis zum Schluss bei mir, meine Damen und Herren. Unglaublich. Meine Ladies und... Ah ja, hier gab es ja auch noch viele Münzen. Ah ja, gut. Nein, 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 nein. Es gibt, glaube ich, das spannende... Ende? Es gibt eine spannende Überraschung. Ja, das war doch geplant. Das war geplant, ja. Oh, oh ja. So, aber mal hier wieder auf die Plattform. Dann nehmen wir den anderen Stern in unsere Pfote. Aber noch sind wir nicht da und ich bin ja gerade schon mal kurz vor knapp runtergefallen. Das möchte ich aber nicht wiederholen. So. Aber dann haben wir uns diesen Stern hier geknabbelt, den wir schon hatten. Aber egal. Wir müssen einfach aus dem Level hier raus. Damit haben wir 65 Sterne von 120 möglichen Sternen. Speichern und weiter. So, die Preisfrage ist... Die Griff... meine Aussprache heute wieder. Tut mir leid. Die giftgrüne Grotte, ich, würde sie gerne etwas später machen, weil mir graut es etwas davor. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon vorstellen, warum. 100 Münzen dazu holen. Ja, den Rest haben wir ja soweit durch. Ja, haben wir soweit fertig. Ich würde sagen, wir nehmen uns heute mal jetzt, ab der Hälfte der Folge sind wir ja hier gerade dabei, noch ein anderes Level zur Brust. So. Oder hatten wir hier... Nein, wir hatten Bowser noch gar nicht besiegt. Aber es gibt hier auch definitiv noch ein anderes Level, das kann ich euch versprechen. So, weil ohne das Level können wir nämlich eigentlich gar nicht hier rein. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Fast vollendeter Tatsachen. Die mystische Kraft der Türsterne öffnet... die mystische Kraft der Sterne öffnet dir die Tür. Das war richtig. Er kann lesen. So. Wer diesen Effekt nicht kennt, das war damals kopiert von Stargate. Stargate, dem Film, dem Pilotfilm wohl bemerkt. Da gab es nämlich diesen Special-Effekt. So. Das fand man so cool, hat man nie eingebaut. Entere Bowsers U-Boot. Wilde Wasserwerft. Ja, die wilde Wasserwerft. Wubbelt, wuchtelt, wuchtelt, wumbelt rum. So. Ja, wie man sieht, es ist wieder ein Unterwasserlevel. Mit jeder Menge Münzen. Aber mit denen befassen wir uns jetzt noch nicht. Wir arbeiten sozusagen erstmal eine Aufgabe nach der anderen ab. Soweit das geht. So, und wir müssen natürlich erst einmal Bowsers U-Boot nehmen. Und wir versuchen das so schnell es nun geht. Warum Mario an der Wand hängen bleibt, weiß ich nicht. Denn wir schwimmen unter Wasser. Und Mario geht die Luft aus. Wer konnte das nur ahnen? So sieht unsere Reise hier aus. Da ist doch ein riesig großes U-Boot, schön. Nein, aber jetzt im Ernst. Hier haben wir nämlich die Werft von Bowser. Und da oben sehen wir schon mal einen Stern. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da drauf kommen. Theoretisch gibt es einen Schalter, der uns Blöcke dahin produziert, sozusagen. Und damit kommen wir auf das Deck oder die obere Fläche von dem. Aber mit geschickten Moves kriegt man das auch so hin, wie ich das jetzt
zeigen möchte. So. Genau. Weil theoretisch ist da ein Schalter hier, rechts irgendwo. Genau, und der produziert hier so eine Blöcke, so ein Blockweg, der uns hier hinführt. Was ich gerade nicht schon gesagt habe. Ich bin schlau, ich wiederhole alles für alle. Ah. Kurz aufmerksame Leute. Wir haben 66 Münzen. Jetzt nicht nur 66 Münzen, sondern Sterne, meine ich. So, denn jetzt ist das ganze Gewubbel hinter dem Eingang zum Bowsers zweiter Herausforderung. Aber da gehen wir später hin. Denn jetzt kümmern wir uns erstmal wieder um dieses Level, die wilde Wasserwerft. Öffne die Truhen. Ah, okay. Eine Sache, die ich nicht sehr gern mag, aber okay. Sie muss gemacht werden, weil es fordert das Spiel und ich habe mich ja hier der Challenge selber herausgefordert, ne? So. Wobei ich noch in Erinnerung hatte, dass das hier mit den Münzen ein Hai, mit den Münzen ziemlich interessant werden kann. So, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und da ist eine Luftblase und wir kriegen Luft. Schön. Schön. So. Ich weiß natürlich jetzt nicht mehr die Reihenfolge. Das Problem hierbei ist nämlich, dass wir eher vom Strom in der Mitte, vom Sog, vom Strudel hier angezogen werden mit der Zeit. Und die andere Herausforderung ist natürlich auch noch, man ahnt es schon, dass uns die Luft ausgehen kann, wenn wir die falschen Kisten öffnen. Jetzt müssen wir natürlich wieder zur anderen Kiste diese öffnen. Aufpassen, dass uns die Muschel hier nicht scharfkantig erwischt. Ich möchte Luft. So wie man das unter Wasser immer macht. Luft. Ist es die Kiste hier? Mario schwimmt gegen den Strom. Ja, es ist die zweite Kiste und zurück. Denn wer sich jetzt vorstellt, dass es so einfach wird, dass wir hier die eine Kiste hier oben haben. Nee, 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 das ist schon ein bisschen komplexer, meine Damen und Herren. Denn diese Kiste müsste das jetzt sein. Genau, so. Wo ist die vierte ominöse Kiste? Jetzt kommt es mit fünf. Das wäre echt mies, aber das wird nicht der Fall sein. La la la. Da haben wir sie nämlich. Jetzt das Problem wird nämlich der Sog. Der ist nämlich saustark. Dass wir uns erstmal eigentlich umdrehen müssten, aber wenn die Kamera damit spielen würde. Aber jeder, der Mario 64 oder alte Spiele mal gespielt hat, weiß, dass das Problem mit der Kamera gerne mal das größte Übel der Welt ist. Denn in der falschen Situation wird der Sog nämlich so stark, dass wir gar nicht mehr dagegen anschwimmen können. Und Mario... Ja, genau, das ist nämlich hier schon das Problem, was wir haben. Jetzt muss ich erstmal Münzen einsammeln. Das ist super nice. Okay, gleich haben wir es. Gleich haben wir es, meine Damen und Herren. Eieiei, das kann doch nicht so schwer sein. Ist es eigentlich auch nicht. Natürlich, Mario, wieder dran vorbei. Ich wollte eigentlich den Sog für mich nutzen. Mario, haben wir heute keine Lust, diese Truhe zu öffnen? Finde ich gut. Also eigentlich nicht. Also eigentlich finde ich das alles andere als gut. Da bin ich ziemlich bescheiden. Aber man muss ja gegen die Kamera anschwimmen. Ah, jetzt haben wir doch mal eine Nice. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in... Das ist nämlich der Shitty Fuck. Jetzt hängen wir so nah dran. Jetzt muss ich kämpfen, dass wir hier rauskommen. Und, ja, geschafft. Alter Falter. Krampf. Was für ein Krampf. Aber trotzdem haben wir diesen wunderschönen Stern und haben die Truhen der Wahrheit geöffnet. Die Schatzkammer von Bowser. Ach, wie schön. Machen wir noch ein Sternchen? Ja, machen wir noch einen Stern. Machen wir noch einen Stern, denn ich hab das Level gern. Aber im Ernst jetzt. Springe zu den roten Münzen. Ach Gott. Ach Gott. Ja, okay. Ja. Hm. Ja, gut. Das Problem hierbei ist jetzt weniger, dass das schwierig ist, sondern eher zeitaufwendig, wenn ich ja nicht ganz falsch liegen sollte. Aber ja. Aber stattdessen können wir uns nebenbei, neben meiner Stimme, die wirklich alles zerstört hier, nein. Noch ein wenig die schöne Musik anhören. La 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 la.
Denn die roten Münzen hängen in der Werft herum und wir müssen sie einsammeln. Heieiei. Es ist nicht unendlich schwer. So. Aber warum hat Bowser überhaupt dieses U-Boot? Natürlich hatte Bowser ja früher, wer meine Let's Plays geschaut hat, um Super Mario World und Super Mario Land 3 gesehen hat, weiß natürlich genau, dass ich da vielleicht drankomme. Weiß genau Folgendes. Ich muss mal kurz gucken. Ach, da kommt... Ey, nice. Da komme ich doch eigentlich mit dem Backflip dran. Aber er bedachte die Kamera nicht, die nicht mitspielt. Komme ich da dran? Und außerdem will ich nicht die Mario-Kamera. Machen wir was anderes. Und nein, reicht natürlich nicht. So, macht man das eben so. Nein, passt wieder nicht. Das wäre auch mal nice gewesen. Stoßen wir uns von da ab und kommen da oben hin. So, dann machen wir halt den normalen Weg, den regulären. So, hier haben wir die Brücke. Der Fantastität. Kommen wir hier drauf. Muss mal kurz die Kamera drehen. Da kommt dann der Rote hin. So. Die Preisfrage ist gerade, mir fehlt hier gerade was. Moment mal. Uno momento. Mir fehlt hier tierisch was. Falls ihr euch fragen solltet, was hier mir fehlt, das sind nämlich... Man ahnt es schon vielleicht. Ja, ich sage, man ahnt es. Und man ahnt es eventuell wirklich. Man kann hier drauf springen. Normalerweise ist das aber anders gedacht. Normalerweise sind hier Stäbe, die sich hin und her bewegen. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich habe was vergessen. Das ist etwas ungewöhnlich. Ich glaube, das ist nicht so ganz richtig. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist wirklich nicht richtig. Zur Not können wir noch einen anderen Stern hier holen. Den können wir auch so hinkriegen. Aber ich habe das böse Gefühl, hier ist etwas komplett falsch. Aber wie ich da drauf komme, ich weiß noch nicht. Aber lasst uns hier mal das Schild lesen. Von Zeit zu Zeit erscheint eine farbige Zahl, wenn du Kisten öffnest, Ringe durchquerst oder geheime Orte reichst. Gelingt es dir, alle fünf farbigen Zahlen dieses Bereiches zu finden, erhältst du zur Belohnung einen Powerstern. Natürlich, ja. Das ist übrigens derselbe Text wie im ersten Level. Nur so am Rande mal. Ich habe das Gefühl, ich muss ja leider sagen, ich spiele hier beim Emulator. Ich habe das zwar eigentlich auch im Original, nur hier habe ich dann alles auf dem PC und dann kann ich hier alles leistungstechnisch besser einstellen, dass diese Stäbchen hier nicht da sind. Weil ohne Stäbchen, ne, kommen wir nicht voran. Ach ja, na gut. Oder habe ich im ersten Durchgang hier was verdaddelt? Nee. Auf jeden Fall, dann holen wir uns einen anderen Stern. Jetzt kommt ein anderes Highlight, was es nur hier in dem Level gibt, im regulären. Die Unsichtbarkeitsmütze kann man kombinieren mit dam-dam-dam-dam-dam. Mario kann nämlich zwei Mützen tragen, sozusagen. So. Damit fallen wir durch alles durch. Und hat noch den Vorteil, dass wir hier durchlaufen können und außerdem schwer sind. So, das muss man nämlich machen, weil Schwimmen hätte von der Geschwindigkeit her nicht ausgereicht. Aber wir haben den nächsten Stern. Heieieiei. Nice. Vereine die Mützen. Ja gut, war ein anderes, war eine andere Ausgabe, eine andere Aufgabe, aber was soll man machen? Wenn das gerade nicht so gefunzt hat, wie man sollte, ne, dann, ne,
bleibt einem nichts anderes übrig. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge Let's Play Mario 64 auf diesem Kanal. Ciao. Gehst, möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen, wenn dir das hier gefallen hat, kannst du unseren Kanal gerne abonnieren, dann wirst du kostenlos darüber informiert, wenn wir das nächste Mal wieder ein Super Mario grandioses Mario Let's Play starten oder ein anderes gutes Level oder Let's Play. Also, sei dabei, Cheerio, juhu, 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 juhu.